So, meine Leute, meine lieben Freunde, wir machen weiter mit der nächsten Folge. Swords and Souls Never Seen. Ich habe wieder ein bisschen gefarmt ohne euch. Und wir sind gut vorangekommen. Und ich möchte euch, also es wird immer schwieriger, je höher der Rang ist, ne? Also es ist nicht so einfach. Wir werden erstmal den Rang Gold maximieren, also auf 20.000 bringen. Hier ist tatsächlich nicht großartig irgendwas schwerer geworden, muss ich sagen. Außer vielleicht, dass der Anfang ein bisschen schneller ist, aber ansonsten easy going. Bei dem Nahkampf hingegen ist es aber unglaublich schwer geworden. Na, werde ich euch gleich zeigen. Und wieder ein Kleeblatt bekommen, nice. 600 Punkte braucht man ja nur. Also ein bisschen was. Ding, ding. Wieder 18 Punkte dazu bekommen. Ich hätte vielleicht auch mal die Statistik noch verbessern können. Egal. Nochmal ein Kleeblatt, nice. Und ihr seht, bing, 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 bing. Wir haben auch schon alle, nee, wir haben noch gar nicht alle Missionen erledigt. Sich unten links gerade aus dem Augenwinkel. Sollte weniger aufhören, wohin zu gucken, sondern mich mehr konzentrieren. Und wir kriegen ja Punkte ohne Ende. Seht ihr das? Punkte ohne Ende. Ja, easy going. Richtiger Deffer hier. Ja, 600. Ach, schwierig. Ist immer schwierig. Okay, Statistik einzuwerfen. 14. Das heißt, wir brauchen noch zweimal die Leiste da oben voll. Mal gucken, ob wir dann die Mission schon wieder abgeschlossen haben. Dass die dann lang. Wir sind nämlich auch gleich beim nächsten Rang. Jetzt habe ich auf die Links unten geschaut. Ich bin auch so ein Holzkopf. 109er Kombi ist easy going. Das ist sehr, sehr einfach. Ich muss sagen, das hier und der Nahkampf ist mein favorisierter. Ups, abgewehrt. Mein favorisiertes Training. Und super, super interessant und super, super lustig und spannend. Und jetzt haben wir alle ein bisschen abgeschossen, ne? Dann machen wir noch weiter, bis wir verloren haben. Okay. Reicht das? Ja, 20.000 Rang Platin. Rang Platin. Und es geht noch weiter. Okay. Und wir kriegen kein Level Up. Okay. Dann gucken wir uns den Nahkampf an. Jetzt kommen nämlich auch diese Viecher, die wir hier abwehren müssen. Super räudig und ekelhaft. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, das Schild macht mir aktuell am meisten Spaß, also abzuwehren. Noch die Äpfelchen, die kennen wir ja schon, die fliegenden links und rechts und reinfliegen. Oh, die Kombi hätte ich machen müssen. 102er Kombo. Uff. Das ist deutlich komplizierter geworden durch. Also, das ist tatsächlich das, was ich habe, ich das Gefühl, mit Fernkampf natürlich. Das ultra schwer geworden ist. Seht ihr, was man hier an Verteidigung geben muss? Das ist so abartig. Ah, der 50 Sterne, okay. Uff, alles klar. Ich wollte euch erstmal nur zeigen, was man hier machen muss, ne? 17.892 Punkte, nochmal ein Level Up, sehr nice. Uff, okay. Und wir kriegen hier 851 Goldmünzen. Sondern bei fast 2 Platin müssen wir die 15 Kleeblätter noch reinhauen. Uff. Ding, 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 ding. Münzen. Könnten die Kasse nochmal. Naja, 25,2 ist egal. Was haben wir denn hier? Wir haben 4 Fähigkeitspunkte. Ja, wir haben hier ein Platin-Dings erreicht. Fügt Chancen zu das Verbündete von deinen Heilungs- und bla bla bla. Wahrscheinlich, dass sie davon profitieren, wenn ich mich heile, ja. Okay. Ne, finde ich nicht so schön. Willst du irgendwas Schöneres? Boah, das ist ja böse. Zwei Punkte habe ich noch, naja.
könnten auch 3000. Ne, machen wir aber nicht. Wir benutzen die 5000 Punkte tatsächlich nur für Gewand, für Gewandtheit tatsächlich. Weil das ist, womit ich echt am wenigsten klarkomme im Training. Deswegen investieren wir mal 0,04% jedes Mal kritische Trefferchance. Und die Abklingzeit ebenso 0,01 bis 0,02. Und wir kriegen unglaublich viel. Wir haben einfach mal 568.000 Leben. Das ist schon ein bisschen krank, oder? Okay, ich brauche hierfür 10 für die Soul-Magier-Waffen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die 10 sparen, denke ich. Wir können die Eichenrute, nee, leider nicht. Batukada, eine Pflichtlektüre, um sich mit Fledermäusen anzufreuen, der Wert der Inflation. Neugier über Währungswerte befriedigen, oh lol. Bestimmt super interessant. Aber wir machen erst einmal weiter hier beim Kämpfen. Berserker, let's go. Wir haben einfach mal 568.000 Leben. Ork-Tage mit 400.000 Leben. Piu! Piu! Einfach umgenatzt, ey. Heftig. Alter, die Crit-Rate ist so immens hoch. Schon irre. Ah, der bufft sich, okay. Er bufft sich auch. Ah, ist schon der Boss-Gegner, okay. Dann lass uns doch erstmal den da killen. Kontert. Easy. Etwas too much, huh? Bam! Badam! Bitte töte mich nicht, mein Stumpfi. Ach, komm schon! Eine Runde! Da hätte Stumpfi so viel Erfahrung bekommen. Mann, schade. Ärgerlich. Egal. Wir kriegen super, super viel Cash. 6 Dinger fehlen noch für die nächsten Waffen. Grünhautunterstützung, der Deserteur. Hier haben wir auch wieder verzauberten Fluss. Ja, fischen werde ich. Ich werde tatsächlich mal demnächst auch fischen ohne euch. Wenn ich die neue Route habe irgendwann. Platsch! Platsch! Stumpfi! Hau rein! Hast du mir Sieg? Level 93 bist du schon gewonnen. Sehr schön. Goblin-Spitze, zack. Ein Goblin-Heiler auf jeden Fall erstmal. Naja, der war fail. Aber gut, kann man trotzdem nutzen. Mist. Konter. Bam. 230.000 Schaden. Easy going. Bam. Mist. Dauerlich. So, ich möchte erstmal den Goblin Heiler bitte töten. Wobei der ist, ja, das ist nicht so gut. Aua. Hast du mir wehgetan? Badam. Wir werden das mal ausweichen. 362.000 Leben geheilt. Und dann muss ich mal ganz kurz wegnehmen, oder? Ich bin vergiftet die ganze Zeit. Was habe ich gesagt? Ich hätte lieber ausweichen. Alter, einfach mal 900.000 Schaden. Das ist ja absolut krank. Und was kriegen wir da? Schönen Ring. So, Magie Schaden plus 20%. Das ist nicht notwendig. Goldene Sticker. Das hat man schon mal. Okay. Oh, die sind beide jetzt mit dem Dingens versehen, mit einem Schädel. Das heißt, wir gehen zum Deserteur. Wahrscheinlich wieder einer, den ich anheuern kann, oder? Ne, doch nicht. Gnobul! Das ist die Frage. Wen ich da zähmen könnte. Superhieb, oh, 4 Runden lang betäubt. Nice. Badam! Badam! Stumpfi ist gleich Level 100. Level 99 erstmal.
Bam. AOE Heal, wa? Also, Overtime Heal. Das ist natürlich unfair, dass du dich da Overtime healst. Das finde ich aber nicht nett. Müssen wir gleich mal wegmachen. Aua. Ja, ein bisschen gelevelt und schon ist man super, super strong. Level 101. Karl, bitte sehr, du heimtückischer Gauner. Mich bis zum Grund dieses gruseligen Lochs zu jagen. Du willst wohl wahres Scarlet-Blut schmecken, was? Komm und hol es dir! Bam! Nice. Stumpfi, bitte bleib am Leben. Superhieb. Aber der wird vergiftet. Na, no, Stumpfi stirbt wieder. Nein! Tu mir das nicht an, Stumpfi. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Oh, ist das böse. Moment mal. Du kämpfst nicht wie ein Scarlet Wolf, sondern eher wie ein betrunkener Kobold. Naja, vergessen wir das. Ich geb dir einfach mal eine Aus. Ich muss los, Kollege. Hau rein, Bruder. Ciao. Hau rein, Doppelkinn. Ah ja. Auf jeden Fall Scarlet-Rüstung. Sehr nice. Cool. Und wir haben auf jeden Fall gleich das Gold. Habe ich das Gold schon? Für die Waffen? Oh, nice. Ich hab sie. Lass mal die Rüstung. Nehmen wir die Scarlet-Rüstung. Ah ja, das ist ein Schild, ja. Naja. Ja, ich bin irgendwie hier. Ah, weil ich Soulmagier schon habe. Alles klar, verstehe. Ich habe ja schon Soulmagier. Fähigkeiten. Ich habe wieder 2 Punkte, oder immer noch? Nahkampfwaffen Soulmagier. Drachenknochen für 464 Platin, Alter. Es ist nicht notwendig, bla bla bla. Oh, hallo Darky. Du hast es gesehen, oder? Den Hexenzauber. Hops hat mir von Wendy erzählt. Ich hoffe, die Hexe tut dir nichts. An einem Tag ist sie freundlich und am anderen nimmt sie Hops Wendy weg. Ich verstehe das nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Arbeit. Und ich schaue einfach nicht zu ihrem Turm. Alles klar. 464? Ist das dein Ernst? Plus 24.000 Schaden. Holy. Das ist bitter. Irgendwie plus 20% brauche ich eher weniger. 95 da. Ja, wir investieren mal. 60,3 auf 67 pro Tag. Nice. Mega viel Zeug dazu. Mega viel Stuff. Sehr schön. Level 75 haben wir erreicht. Hat einen Fähigkeitenpunkt dazu bekommen. Ja, und 450 Punkte dazu. Nice. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall das Geld jetzt sparen, wahrscheinlich für die Fernkampfwaffen, denke ich, oder? Oder für hier, für den Markt. Für die Eichenroute, wenn wir das Geld jetzt sparen, alles klar. Gut, meine lieben Freunde, dann kurz eine Pause und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder von Swords and Souls Never Seen. Danke fürs Zusehen, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.